Kannst sagen. Ist jetzt die richtige Richtung? Ja, das sieht gut aus. Wir müssen auf jeden Fall noch ein ganzes Stück nach rechts. Dann so bald demnächst. Schwupp, 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 schwupp. Die Kühe lassen wir jetzt mal außen vor. Ihr habt Glück gehabt. Schweine, Priester, Kühe, Dingsen, Bumsen. Du hast Pech. So. Ja, sind wir wahrscheinlich so Level 40, wenn wir nach Hause kommen. Kürbisse brauchen wir eigentlich nicht. Hä? Hier. So. Wollte man nicht auch noch Bäume mitnehmen? Holz? Jetzt haben wir hier 25 Holz. Aber gut, schauen wir mal. Doch, können wir eigentlich mal machen, wenn wir schon mal unterwegs sind. Dann nehmen wir noch mal den einen oder anderen Baumstamm mit. Bei dieser wunderschönen Musik. Wo ich nicht weiß, wie sie heißt, weil da einfach nur 2012 bei mir im Player steht. Super. Aber wie gesagt, die Seiten sind ja immer in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch die Lieder auch raussuchen. Das ist hundertprozentig mit dabei. Irgendwo. Wenn man die Lust zu suchen hat. Was hört ihr denn privat so für Musik eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Es gibt ja nun so viele Möglichkeiten an Musik. So viele Musikrichtungen. So viele verschiedene... Es regnet auch noch. Toll. Verschiedene Verschiedenheiten, die verschieden sind. Boah, Regen. Ich mag keinen Regen. Also eigentlich mag ich schon Regen, aber nicht in Minecraft. Eigentlich auch cool, so Regen kann man super einschlafen, wenn der Regen so aufs Fensterbrett prasselt. Ich finde das super angenehm, ich kann so super einschlafen. Ist das bei euch auch so? Irgendwie hat es immer was Beruhigendes. Aber auch nur Regen. Gewitter ist zwar, ja, Gewitter kann ich zwar auch schlafen, aber da geht ja immer so ein bisschen mehr Action ab, das ja. Da will man denn nicht schlafen. Da will man denn voll dabei sein. Einschlagen. Wie so ein Blitz. Wir machen hier einen auf Tarzan. Nein. Die Tarzan-Kuh hier auch. Wie viel Leder haben wir denn jetzt? 22. Wir brauchen pro Buch ein Leder. Und wir brauchen pro Bücherregal. Also brauchen wir pro Bücherregal 3 Leder. Und wir brauchen 3, 6, 9. 3, 6, 9, 9, 18, 27. 27? Oder sogar noch mehr. Na ja, gut, die Front. Da müssen ja keine Bücherregale so gesehen ran, oder? Oder doch? Doch. Macht denn also... viele. So viel Leder haben wir nicht. So viel Leder kriegen wir nie zusammen. Das ist unmöglich. Da müssten wir wirklich... keine Ahnung. Im Bücherlotto gewinnen oder so. Hier gibt es übrigens Obsidian. Auch sehr schön. Hätten wir uns den ganzen Weg mal sparen können, aber gut, die 3 Meter. Ach Quatsch. Wollte ich gar nicht gucken. 6001. Oh, wir sind schon übers Ziel hinausgeschossen. Wir müssen jetzt in die Richtung. Und irgendwo da war denn unsere Butze. Mäh. Hoffe ich zumindest, wenn ich mich jetzt nicht wieder mal geirrt habe und ich irre mich oft. Zumindest, wenn es um Orientierung geht. Kann jetzt mal bitte der Regen aufhören? Das ist ätzend. Man sieht doch gar nichts. Ja, super. Schnee ist viel besser. Danke. Furzkopf. Oh, jetzt eine Wüste. Alter. Ha.
Eigentlich ist es ja voll schön hier. Muss ich ehrlich mal zugeben. Das ist eigentlich... Boah. Schon leider geil. Autsch. Mann, ich will doch nur auf die andere Seite. Da war Kohle, ja. Nehmen wir aber jetzt nicht mit. Aber jetzt haben wir erstmal wirklich genug. So. Der Hammer. Der Hammer. So, hier. Hier kommen wir jetzt hoch. Zumindest ein Stück. So. Und so. Tja, Regen, Schnee, Regen, Schnee, Schnee, Regen. Ich muss ehrlich sagen, die Sonne war besser. Die war cooler. So. Kommt dann jetzt hier bald unser Zuhause? Dann könnte man nämlich einfach mal schlafen gehen, dann ist der Regen auch weg. Aber man weiß es ja nicht. Es ist unbekannt, ob wir je wieder nach Hause finden werden. In dem Regen auf jeden Fall nicht. Ich sehe gar nichts. War es jetzt nicht hier? Wo? Da? Ne, hier. Immer noch so ein bisschen in die Richtung. Okay. Dann machen wir das einfach mal. Dann laufen wir hier so lange. Ich kratze mich derweil ganz heimlich am Kopf. Da ist unser Haus. Glaube ich. War die Schlucht schon immer da? Sah unser Haus schon immer so aus? War ich schon immer ein Feld? Wo sind wir eigentlich? Sieht aus wie unser Zuhause. So, jetzt auch schnell ins Bett. Schnell ins Bett. Geht so. Nee, wir können nicht schlafen. Am Arsch. So, was können wir jetzt hier ablegen? Wir können ablegen. Die Kartoffel auf jeden Fall nicht. Die werden wir auch noch anpflanzen. So rohes Rindfleisch. Irgendwann werden wir die Kiste voll mit Werkbänken. Ah, war doch die andere. Okay, hier die Setzlinge. Das Leder. 30 Stück. Naja, immerhin. Wolle ein bisschen, Eisen kommt dann. Schweinefleisch, lecker. Hä? Was hab ich denn gerade gemacht? Ach nee, ich bin schon wieder. So. Und was können wir hier noch reinmachen? Pflasterstein. Was können wir hier noch reinmachen? Nix. Kartoffel nicht, die wollen wir anpflanzen. Auch wenn wir uns daraus eine schöne Ofenkartoffel zaubern könnten, wenn wir wollten. Aber, oh, Eisen, ganz wichtig, hier, zack. Haben wir ja nicht genug. Kies kann hier auf jeden Fall rein. Pfeile können da rein. Sticks nicht, das Birkenholz auch nicht. Eisenholz, hier passt nichts rein, doch. Feen und Spatzpulver, super. Und die Knochen. 20 Knochen haben wir, super. Hundi! Wir hatten einen Hundi. Wir hatten drei Hundis. Aber gut, ich glaube, da haben wir uns auch ein bisschen, also ich jetzt, ihr jetzt nicht so, da ich mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Kohle rein, Eichenholz rein. So, können wir denn eigentlich mal anfangen, hier unser Lager zu buddeln? Eigentlich wollte ich ja erst die Etage oben fertig machen. Ich wollte noch gerade irgendwas machen. Ach ja, ich wollte die Kartoffel anpflanzen. Die eine Kartoffel. Die wollte ich noch da in den Boden reinhauen, damit denn wir da wunderschöne Ofen, Kartoffeln machen können, eines Tages. Hier kann man den Kies mal reinsemmeln. Schwupp. Machen wir das auch. Haben wir noch Kies? Ne. Grün wird das aber auch nicht, war grün ist anders. Ach nee. Ich wäre jetzt dafür, dass wir jetzt langsam mal schlafen gehen. Jetzt habe ich die Steaks da oben hingepackt. Idiot. Kannst du ja nachts schlafen? Ich will schlafen. Ich will den Regen wegmachen. Ich will den Regen doch nur wegmachen. Haben wir eigentlich nicht letztes Mal... Ach nee, wir wollten, oder? Wir haben nicht. Wir wollten, aber wir haben nicht. Wir tragen jetzt mal die Lederkappe.
Einfach so. Unsere Eisenrüstung, die verabschiedet sich ja nun auch so nach und nach. Geht die Sonne auf oder unter? Man munkelt noch. Werden wir ja sehen, wenn der rote Feuerball am Himmel weg ist. Jetzt haben wir gar keine Materialien bei. Doch, ein bisschen Holz haben wir. Können wir noch mal ein bisschen Fußboden verlegen. Den wir schon verlegt haben. Super. Echt, haben wir den Fußboden schon komplett fertig? Bin ja begeistert gewesen. Was ist denn hier? Okay, überzeugt. Das haben wir aber später wieder ein, kein Problem. Ja, es wird definitiv dunkel. Dann können wir jetzt schlafen gehen. Ich müsste dann auch langsam mal die Aufnahmen beenden. Halt, mit leerem Magen sollte man nicht ins Bett gehen. Aber man soll ja vom Schlafen gehen auch nichts mehr essen eigentlich, so gesehen. Aber was soll das? Wer macht da eigentlich die Regeln? Das ist eigentlich man sagt das doch nur so, oder? Dass man vorm Schlafen gehen nichts mehr essen soll. Weil man dann schlecht schlafen kann oder weil es halt irgendwie nicht gesund ist oder nicht gut für den Körper, keine Ahnung. Inwiefern ist es denn nun wahr? Da ist ein Creeper, hau bloß ab. Hallo, es ist Tag. Ich hab dir nichts getan, ja? Könntest du bitte auf deinen ökologischen Fußabdruck achten, den du hier hinterlässt, ja? Jeder, der den Film gesehen hat, Daumen hoch. Vergiss es. Mein Haus. Meine Regeln. Furzkopf, Spassi, Creeper, Bitch. So. Ich würde mir gerne mal eine Spinne zähmen. Das wäre cool. Ein Spinnenhaustier. Das wäre wirklich cool. Es gibt auch gar. Es gibt noch. Es fehlen noch so viele Deko-Sachen hier bei Minecraft. Zum Beispiel würde ich gerne mal ein Terrarium bauen oder so. Also jetzt hier, ich meine, klar, man kann das ja machen mit Glasscheiben und dann setzt da irgendein Vieh rein, aber. Ich meine, so richtig. So original. Das wäre awesome. Aber nö. Warum hoch? Warum? So, dann haben wir das eigentlich. Wir könnten ja auch die Eier können wir auch mal versemmeln. Schade, dass man da kein Spiegelei draus machen kann. Das fehlt genauso. Man hat Eier, die sind, glaube ich, so ziemlich unnütz. Die Eier sind eigentlich nur da, um noch mehr Hühner zu machen. Super. Die kannst du dann wiederum killen. Das sind schöne Chicken Wings. Ich renne jetzt hier noch ein paar Mal im Kreis. Hier ist Schwarzpulver. Können wir irgendwann mal TNT draus machen? Irgendwann, eines Tages. So, hier mit der Tür ist natürlich auch noch so eine Sache. Wie gesagt, diese 2x3, 3x2, wie auch immer, Redstone-Tür kriege ich nicht hin. Ich kann das nicht. Ich bin zu inkompetent dafür. Inkompetent. Genau. Schweres Wort. Und habt ihr von Deutschland sucht den Superstar die letzte Folge gesehen? Übelst geil mit der Psychotante. Die war awesome. Wenn jemals jemand zu mir kommt und sagt, hey, lass doch mal einen Film gucken. Was denn für ein Film? Ja, ein Horrorfilm. Dann mache ich das Video an. Hammer. Selbst wenn es nur gespielt war, die Frau war der Hammer. Die war so cool. Ich tue doch niemandem was. Ich bin doch nur ein kleines Mädchen. Wow. Da hat sich ein Ruckler eingeschlichen, das habe ich genau gemerkt. Ganz fies kommen sie, schleichen sich an und dann BÄM! Ruckler! Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Oh, können wir hier mal noch halt ein bisschen höher setzen eigentlich. Also nicht nur eigentlich, aber wir müssen das auch noch so hochsetzen. Haben wir jetzt Steine noch dabei? Haben wir. Sehr gut. So. Oh Mann, das wird so lange dauern, bis wir das hier fertig haben. Oh. Gut, machen wir hier weiter.
hier wieder Steine rein. Brian. So, nein, so nicht. Aber so. Wow. Voll Orientierungsprobleme mal wieder. Die wollen mich halt mobben. Ich merke das schon. Die wollen mich halt fertig machen. Wie so eine 5-Minuten-Terrine. So. Kommt der hier ran? Obwohl man das eigentlich auch noch ein bisschen anders machen kann. Da hatte ich ja noch so die eine oder andere Idee. Wobei wir eigentlich hier auch gucken müssen. Wie gesagt, die Wände werden dann wahrscheinlich alle am Ende wieder rausgerissen. Die Wände am Ende rausgerissen. Genau. So sieht das nämlich aus, meine Freunde der Sonne. Haben wir noch Holz? Nein. Warum nicht? Weil ich alles verballert habe. Alles klar. So. Genau, wir wollten die zweite Etage dann eigentlich hier noch machen. Oh, er hat noch so viel vor. Hier muss noch Erde rein. Dann kommt hier das so. Dann brauchen wir auch Holz, weil... Jetzt versemmeln wir die Baumstämme einfach mal. Nein. So war das definitiv nicht, meine Freunde der Sonne. Ich glaube, ich darf das nicht so oft sagen. Es kommt irgendwie nicht mehr so cool. Jetzt habe ich den weggemacht. So. Hier kommt dann eine Holzdecke rein. Vielleicht kann man ja dann in dem Haus auch ein bisschen variieren. So dass dann zum Beispiel auf anderen Etagen, also so viele wären es ja nicht, auf anderen Etagen halt so andere Sachen anders sind. Ne, dass der Fußboden anders ist. Zum Teil Bleistift, Dingens. Ihr wisst schon. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal so eine kleine Kante. So. Und dann ist da nämlich so dann der Dings gebumst. Dann wäre das hier die falsche Höhe. Das heißt, wir können hier alles wieder rausreißen. Haben wir Holztreppen? Wir haben Holztreppen. So. Das ist die richtige Höhe. Genau. Weil das hier ist ja nur die Decke. Und da kommt dann aber noch... ein neuer Fußboden rein, weil... Verzierung, Glowstone, blauen Keks. Dann müssen wir das hier auch noch machen. So. Guck mal, hier ist Holz nämlich rausrupfen. Und dann kommt hier Stein rein. Hier kommt auch Stein rein. Obwohl, haben wir... Ja, wir haben die auch noch. Die können wir auch nehmen dafür. Nein, können wir nicht. Mann, wieso ruckelt das schon wieder so? Komplettes Standbild gerade gehabt. Hallo? Geht's noch? Ich lasse das erstmal so. Wir sammeln das Holz mal hier noch ein. Hauen uns noch mal so ein schönes Steak hinter die Kiemen. Versemmeln hier unser Holz. Zack, 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 oh, zack, oh, zack, oh, zack. Und dann ist das Holz alle. Dann können wir uns nämlich auch, weil es schwer dunkel wird, ins Schlafzimmer begeben. Zack, schlafen. Nicht schlafen, weil es noch dunkel ist. Und dann sehen wir uns, glaube ich, also hoffe ich, in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis denne und tschau.